Ich wollte das Eisen holen, ich wollte den Baum wegmachen, ich habe zu viel vor. Aber wir sind jetzt soweit schon mal geschützt. Und wenn jetzt doch mal wieder irgendjemand kommt und uns an die Gurgel will, können wir uns jetzt endlich mal wehren. Und das ist ja schon mal lange Zeit geworden jetzt. Jetzt müssen wir keine Angst mehr haben. Dann könnten wir uns eigentlich die Kuh da oben noch schnappen. Und dann können wir in den ja. Natürlich. Ich habe hier nicht reingegraben, ne? Die Minecraft-Ablenkung ist real. Wow, 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 wow. Was ist das? Alter. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Iron, ja. Holen wir alles. Zertusquarz. Ganz viel Iron. Alter, Finne. Ja. Es ist lustig. Was ist das? Marble. Muss man fast auch mitnehmen. So viel Marble. Wir werden ein endlos Let's Play machen müssen. Ich kann mir nicht ausmalen, hier irgendwann fertig zu sein, wenn ich ständig irgendwas finde, was ich mitnehmen möchte. Das ist schlimm. Es ist auch gerade in diesem Modpack viel, viel schlimmer als Bauxit, als im Normalmodus, weil du im Normalmodus hast du weniger Spawn, du hast weniger Variation. Du hast natürlich auch die ganzen Tiere nicht, du hast diese Hüte nicht, du hast keine Sammelobjekte, gar nichts. Und hier alle 5 Meter siehst du irgendwas, was du haben möchtest, was du mitnehmen willst. Das ist natürlich ich finde, dass dieses Modpack und auch die Modpacks, die dazu irgendwie gehören, also zum Beispiel Life in the Woods, was ich ja auch schon gespielt habe, dass das alles so diese Faszination Minecraft extrem am Leben erhält. Weil wenn du das reine Minecraft nimmst, ohne die Mods hat Minecraft eigentlich keine richtige Daseinsberechtigung mehr. Weil es ist einfach zu veraltet und die Programmoberfläche ist auch schlecht. Natürlich, man kann sich jetzt das Windows 10 Minecraft kaufen oder auf Konsole spielen, aber gerade da kommt ja auch noch dazu, dass man nicht mal die Texturenpakete sich selbst reinmachen kann, weil die kosten halt dann Geld. Die kosten dann Geld. Und das ist halt, es gibt so eine riesen Community, die einfach macht und tut und Sachen entwirft und dann kommt Microsoft um die Ecke und denkt sich, nö, wenn ihr das Zeug haben wollt, könnt ihr es von uns haben, aber dann kostet es halt Geld. Und deswegen ist mir dann irgendwann, auch weil die Inhalte halt einfach sehr gering waren, man hat halt nicht viel Möglichkeiten gehabt, aber auch deswegen, weil man halt für alles irgendwie hätte bezahlen müssen, ist mir die Konsolenversion so ein bisschen gegen den Strich gegangen nach einer gewissen Zeit. Also, weiß nicht, irgendwann war es mir zu viel. Nicht, weil ich ewig Geld ausgegeben habe oder es unbedingt musste, aber mir ist halt auch das Texturenpaket, was ich benutzt habe, das war damals, glaube ich, das Naturtexturpaket und auch zwischenzeitlich mal Comic und irgendwie Fantasy und so ein Kram. Die waren halt irgendwann langweilig und sie waren halt auch einfach nicht HD. Man hat halt auch einfach die Möglichkeiten von den Konsolen überhaupt nicht ausgenutzt. Man hätte ja, ich rede gerade ohne Punkt und Komma, tut mir sehr, sehr leid. Man hätte ja wirklich die Power der Konsole auch ausnutzen können, wenn es sowieso schon nicht auf Java basiert, dass man das alles schöner macht. Zum Beispiel so einen Shader mit reinzumachen. Dass man echt wirkendes Sonnenlicht und sowas hat. Nee, sowas gab es ja gar nicht. Selbst das konnte man nicht mal kaufen. Also selbst wenn du kaufwillig warst und zu viel Geld auf der hohen Kante hattest, konntest du das nicht haben auf der Konsole. Und es gibt halt Leute, die haben nur Konsolen, weil sie sich auch einen vollständigen PC nicht leisten können. Das war ja bei mir auch lange so. Ich habe ja, lass mich jetzt mal überlegen, nicht lügen, 2007 konfirmiert und da habe ich mir meinen ersten richtigen PC gekauft. Und nachdem ich den hatte, habe ich ja ewig nichts gemacht. Zwischenzeitlich dann nochmal einen sehr schrottigen PC für 300 Euro gekauft. Der hat mir nicht wirklich weitergeholfen, der war auch echt nicht gut.
wo ich sage, das war ein absoluter Fehlkauf. Der steht noch hier. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich aus dem noch irgendwas machen. Einen kleinen Zweitrechner oder sowas. Aber so einen richtigen Hochleistungs-PC hatte ich nie. Auch mein PC damals war ja zu dem Zeitpunkt okay, aber es war ein Fertig-PC. Und die Fertig-PCs waren auch vor 10 Jahren schon nicht das Optimum, was man zu der Preis-Leistung wirklich rausholen konnte. Also ich glaube, der hat mich damals 700 Euro gekostet, 800 Euro. Und er war für die damaligen Spiele okay. Aber so Sachen wie das damals dann so langsam aufkommende erste Crysis und so, das war ja, glaube ich, die Zeit, konnte ich darauf nicht spielen. Weil es einfach nicht spielbar war. Die Leistung war halt einfach nicht da. Also sowohl vom Prozessor als auch von der Grafikkarte. Und es gibt Leute, die sind auf solche Geräte immer noch angewiesen und können sich halt dann eher mal eine günstige PlayStation kaufen, vielleicht sogar gebraucht. Oder eine günstige Xbox. Ja. Und dann ist es halt scheiße, wenn man solche Spiele wie Minecraft wirklich gut findet, sie aber nicht spielen kann. Ja, was halt nicht geht. Und das ist halt dann echt ein bisschen bedauerlich für die Leute. Und ich bin jetzt gerade kampfeslustig, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist denn mein... Ah, da ist das erste Iron Ore. Creeper mit grünem Hut. Sehr geil. Kann der Wasser explodieren eigentlich? Ja, kann er. Wird aber nicht. Ciao. Der kommt auch gleich. Ich fange schon mal an. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Schwein, du stehst im Weg. Geh weg. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ein Schwein zu schlagen. Ciao. Zombie-Kopf. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Es dauert halt sehr lange, das abzugraben hier. Unter Wasser noch länger übrigens. Was ist das? Achso, das ist einfach nur Sand. Iron Ore. Das hemmt mir. Da vorne war noch mal was, ne? Das holen wir auch gleich. Das war, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Und das ist die Vereinigte Creeper-Familie. Sind das 2 oder sind das 4? Das sind 4 Creeper. Holy moly. Ist euer Ernst? Ja, wenn er sich anbietet. Ich krieg ja nicht Damage. Ich krieg kein Damage so. Voll okay. Hat jetzt die Landschaft ein bisschen zerstört. Damit kann ich aber leben. Oh shit. Ich würde gerne die Landschaft hier reparieren, aber der Kollege hier mag wohl das neue Landschaftsbild. Ist ja okay, Katzi. So. So ungefähr sah es doch aus, oder? Es muss halt wieder grün werden. Dann passt es auch wieder. So. Mut doch schön sein. Ah, schon wieder einer.
wenn ein Wasser explodiert, passiert irgendwie gar nichts, ne? Sehr geil. Aber schön, dass wir uns jetzt nachts endlich bewegen können. Das ging mir schon hart auf den Keks. Jetzt gucke ich mal kurz, ob die Schaufel schneller ist. Naja, minimal vielleicht. So. Bin mal gespannt, ob man das einfach so einschmelzen kann. Ich hoffe mal schon. Iron Gravelohr. Ja, eigentlich ja schon. Kann auch sein, dass man das anders machen muss. Oh, scheiße. Dass man das anders machen muss, aber... Ja, mal gucken. Okay, jetzt ist es von den Monstern her langsam doch nicht mehr so angenehm hier draußen. Es gibt halt einfach zu viele Bedrohungen. Was ist das? Was genau ist das? Ist irgendwie so ein Ork-Dings? Was? Hä? Wo ist er hin? Das ist nur ein Elefant, ne? Ja, okay. Ein Elefant. Okay, hier ist Party. Meine Viecher bekämpfe ich gern, bei den Großen bin ich ein bisschen skeptisch noch. Wieso macht das Eisenschwert eigentlich so einen scheiß Damage? Jetzt kommen sie von allen Seiten her. Was ist das denn für ein Hat der eine Blume in der Hand? Hey, Creeperino. Hier stand doch gerade dieses Ogerviech. Ah. Skelett Nachten. Ja, wenn du den Fuchs umbringst, dann gibt's aber Schläge. Boah. Alter Schwede, also hier ist echt was los, ne? Also Monster spawnen nicht wenig und das, obwohl ich auf Easy stehe. Da kommt man durch. Was ist denn das jetzt schon wieder? Invasion der Roboter oder was? Oh Gott. Was habe ich mir hier... Oh shit. Was zum Fick? Bin ein wenig geschockt. Die Sonne kommt. Er hat so einen coolen Hut. Deswegen muss ich den töten. Ciao. Ein Spaß. Jetzt haben wir bis zum Morgen durchgehalten. Haben das ganze Ohr geholt. Dann gucken wir mal, was man aus dem Ohr machen kann. Und als nächstes ist dann tatsächlich der Baum dran. Wir haben hier wieder Iron. Was ich hier nicht mehr reinsetzen kann. Weil alles voll ist. Ich kriege hier langsam ein Platzproblem. Iron Ore Marble. Copper Ore. Das war, sind jetzt beide Copper Ores sind zum Copper geworden einfach, ne? Da war jetzt nichts dabei, was anderes wurde. Das ist schon mal gut zu wissen.
Den verwende ich. Granit verwende ich nicht. Dirt. Komm mal. So, Iron Ore. Hat alles eingeschmolzen hier. Der Bauxit jetzt nicht gerade. So. Copper Ingot. Nee. Das ist von zwei verschiedenen Modpacks und deswegen wird es auch separat behandelt. Wow. Workbench Backpack. Ich habe nicht genug Leder. Scheiße. Das möchte ich gerne ausprobieren. Wir werden jetzt gleich nochmal eine Kuh jagen müssen. Moment, jetzt, Iron Ore. Zack, zack. Und zack, zack. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Gravier-Ohr ganz normal funktioniert. Und anscheinend schon. Okay. Ja, wollte ich eigentlich gerade nicht essen. Ach, das ist ja Aluminium. Okay. Moment, zack. Das ist ein bisschen sortiert. Zumindest ein bisschen. So, wir haben noch Kopper. Essen habe ich jetzt ja mehr als genug. Das heißt, wir können hier die Kopper-Sachen reinmachen. Und ich könnte ja eigentlich mal eben das essen, dann ist das weg. So. Gut. Den Workbench-Backpack hätte ich echt gern. Dann hätte man wahrscheinlich eine Workbench dabei. Immer. Das wäre schon nice. Ich habe mir doch das tolle Holz geholt. Wo ist das denn bitte? Ja. Und ich habe hier irgendwie was am Mikrofon dran. Und da komme ich immer irgendwie dran. So. Oder habe ich das... Habe ich das hier schon rein? Nö. Hä? Achso, ich habe das ja komplett zu Sticks gemacht, ich heldenhafter Held. Okay. Aber ich glaube, 4 Stück Holz kann man entbehren. Von dem haben wir jetzt echt genug. Das heißt, wir machen hieraus jetzt erstmal eine Workbench, ne? Gut, und dann machen wir das gleiche nochmal mit den Dingern. Wobei, ich muss mal kurz gucken. Warte mal, Workbench. Einfach mit Crafting Table, ja. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Leder. Das heißt, wir gehen auf Jagd. Und das machen wir zuerst. Während das hier brutzelt. Oh, das ist schon fertig. Das können wir gleich hier reinpacken. Dann gehen wir mal kurz auf die Jagd. Dann hätten wir hier noch diesen Berg abzutragen. Es gibt so viel zu tun. Kann auch mal vorkommen, dass ich vielleicht außerhalb von der Aufnahme spiele. Das weiß ich noch nicht. Das hängt davon ab, von Laune und so. Ne? Es kann immer sein, dass ich sage, hey, ich hätte jetzt Bock zu spielen. Es lohnt sich aber nicht aufzunehmen oder so, weil es noch 20.000 Folgen gibt. Dann würde ich natürlich nichts Übermäßiges machen. Da oben könnte ich gehen, weil ich wollte den Hut haben. Und da sind noch einige Berries. Was wollte ich sagen? Und dann wird es natürlich ein... Ich schmatze zu viel ins Mikrofon. Und dann wird es natürlich einen kurzen Überblick geben, was ich denn so gemacht habe. Ja, also ich lasse euch da nicht im Dunkeln und laufe da zufällig vorbei, sondern das werde ich dann schön säuberlich allen zeigen, hier zugucken und dann ist der Überblick auch wieder gegeben. So. Wo ist denn jetzt die Kuh mit dem Hut? Da ist die Kuh mit dem Hut. Es tut mir sehr leid. Aber das ist wahrscheinlich auch ein seltenerer Hut, so wie der ausschaut. Und da muss ich dann doch zugreifen. Und jetzt mein Aufgang gegraben. So, Kühe! Sehr gut, gibt direkt Leder. One-Hit-KO? Da haben wir wieder so eine schöne Aura. Was die genau bringen, weiß ich noch nicht, aber wir werden es bestimmt irgendwann rausfinden.